Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 14. Wir nehmen heute Nidhogg in Angriff. Fabi ist dabei auch im Teamspeak und wir haben auch noch weitere gesellschaftliche Verstärkung. Hallo. Juhu. Wir waren eben sogar schon übervoll. Ja, langsam, sogar langsam läppert sich die Gilde von der Größe. Ja, ja, es wird langsam immer voller. So, Nidhogg, ich bin gespannt. Oh, da kommen wir mit unserer Schnitterle angeflogen. Gibt's das nicht auch noch als Mount? Ja. Yay. Ach so, das ist ja die Innie, das ist ja gar nicht der Boss. Oha. Der sieht ja cool aus. Okay. Estinien hat anscheinend Macht mit Nidhoggs Auge über Nidhogg selbst. Aber ich mag ja Estinien nach wie vor nicht so richtig. Der ist mir irgendwie unsympathisch. Ein ungewöhnlich langes Intro für eine normale Instanz. Dravania, Nest des Drachen. Ja, wir sind jetzt hoch oben in der Luft, haben die Windbarriere durchbrochen mit den Schnittern, die eigens dafür konstruiert wurden. Und nun geht's los. Unser Magier schaut lustig aus. Der sieht überhaupt nicht aus wie ein Magier. Ich bin in meinem Ziviloutfit unterwegs, was ich jetzt momentan trage. Sehr gut. Oh, ich könnte mal noch Rosinen einwerfen. Ich habe auch sogar schon einen EP-Bonus angeschmissen für die Gilde. Ja, yeah. Sehr gut. Fabi hat's drauf. Tatsächlich ist mir eben aufgefallen, dass ich jetzt vom Level her genau auf dem, oder genau auf, ja, doch auf dem Level bin, was ich jetzt auch für die Story-Quest aktiv habe. Das heißt, ich muss mich jetzt demnächst mal wieder ein bisschen ranhalten, ansonsten kann ich mit der Story gar nicht mehr weitermachen. Muss ich mal schauen, dass ich da mal wieder ein bisschen was tue. Wird sich ja dann anbieten, dass ich vielleicht nochmal Palast oder sowas gehe. Das ist da eigentlich immer ganz praktisch für. Wurde gerade gesagt, dass die Batterie von meinem Headset low ist. Also falls ich gleich nicht mehr auf dich so reagiere, dann hört Fabi mich nicht mehr. Ja. Fabi hat nämlich ein Wireless-Headset. Ja, das habe ich den ganzen Tag in Benutzung gehabt, deswegen. Ja gut, irgendwann macht das dann halt auch mal schlapp, ne? Ich finde das sowieso krass, dass das relativ lange hält, halt ewig. Muss ich sagen. Da bin ich doch sehr positiv überrascht von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es sehr gut. Ich habe, seit ich eine Funkmaus hatte, habe ich mit allem, was kein Kabel hat, bin ich da immer so ein bisschen skeptisch, wobei das mittlerweile ja deutlich angenehmer ist. Ich meine, früher brauchte man dafür Batterien und man musste immer Ersatzbatterien haben. Da war das ja mit den Akkus alles noch nicht so weit verbreitet. Ich habe ja jetzt auch eine Funkmaus. Die packe ich über Nacht in die Ladestation und das ist super. Da war ich auch erst skeptisch und wollte sie eigentlich lieber mit Kabel haben. Mittlerweile bin ich mega happy darüber, dass ich sie ohne Kabel habe. Und so ist es ja im Endeffekt auch bei deinen Kopfhörern. Die hast du dann ja auch über Nacht dran. Ich glaube, ich habe die einfach immer nur dran. Ich kann dir meine Tastatur anschließen. Das ist ganz angenehm. Ja, das ist doch mittlerweile schon deutlich praktischer. Also mittlerweile kann man da, glaube ich, auch relativ problemlos zugreifen. Früher, das war echt, das war zum Verrücktwerden. Dann hattest du halt das Problem, dann hast du schon gemerkt, die Maus reagiert ein bisschen träger und dann auf einmal war sie weg und du hattest womöglich dann gerade keine vollen Batterien mehr. Das war immer sehr nervig. Und jetzt meine Maus, also bei Fabi kriegt ja die Durchsage, die Ansage in seinem Headset, wenn meine Maus leer geht, dann blinkt die schon total nervös rot und dann kann ich schon entweder sie zum Laden reinstellen in die Station oder halt, wenn ich noch aufnehmen muss oder sowas,
dann stöpsel ich halt das Kabel rein. Das ist super angenehm. Mir kommt dann immer Battery low. Ja, bei dir redet ja alles mit dir. Deine Maus redet doch auch mit dir. Die sagt doch immer, je nachdem wie viel DPI du eingestellt hast, kommt halt immer so und so viel DPI. So eine richtige Arena-Kampfstimme. Das klingt da echt lustig. Hast du eigentlich... Oh ja, jetzt ist mein Headset ausgegangen. Ich werde jetzt erstmal anstöpseln, aber ich werde ab und zu mal was sagen und wenn ich dir reinrede, dann tut mir das leid. Gut, Fabi hört mich ja nicht mehr, aber ihr hört mich. Ich mute mich sowieso, wenn irgendwie was passiert. Ah, da unten wäre noch eine Schatztruhe gewesen. So, oder rede mal kurz. Hörst du mich? Moment. Okay, jetzt wird's spannend, ob Fabi mich auch hört, wenn er das Headset angestöpselt hat zum Laden. Wäre ja cool, dann wäre das im Endeffekt genau dieselbe Methode wie bei meiner Maus. Ja, also ich höre dich. Mein Kabel ist so kurz, dass ich das Headset vor mich gelegt habe, aber ich höre dich leise. Ah, okay. Dann muss ich jetzt einfach schreien. Nee, es geht so. Ich hoffe nur, dass du dich nicht selber echoen hörst. Nee, alles gut. Alles gut. Okay. Perfekt. Hast du eigentlich den Skill geskillt, dass du mir Mana geben kannst? Oh Gott, ich muss noch mal gucken. Tatsächlich habe ich da jetzt gerade gar nicht so, bin ich da gar nicht so im Bilde. Jetzt bei den Stop-Skills bin ich dabei. Ja, ich guck gerade. Finde ich nämlich sehr angenehm. Mana-Gabe, ja. Tatsächlich. Also ich brauche den nicht dringend, nur ich will wissen, wenn du Mana brauchst, dann kann ich das machen. Ja. Na, da kann man nämlich, oder kann ich 20% meiner maximalen MP auf ein Gruppenmitglied übertragen. Oder wenn ich weniger als 20% habe, dann noch all meine übrigen Mana-Punkte. Ja. Oh, das ist gut. Direkt ist hier mein. Ich vergesse mal, wie das heißt, wenn das prockt. Meine anderen Skills. Ex-Feuer und Ex-Klar. Ja, genau. Erzfeuer und Erzstein. Tatsächlich kann ich dir gerade keinen Buff geben. Ich habe echt schlecht Karten gezogen. Das macht nichts. Oh, ich habe mich. Oh! Etwas zu. Sag mal! Der nervt jetzt aber gerade schon echt mit den Blitzen. Okay, wodurch habe ich gerade so viel Schaden bekommen? Aber ich habe jetzt keinen Flächeneffekt gesehen. Hätte ich da irgendwas ausweichen können oder nicht? Nein, aber ich gebe dir erstmal gerade mal, mein Buff ist ready. Okay, aber jetzt braucht es erstmal eine Weile, bis ich wieder was machen kann. Egal. Ich bräuchte meinen schneller Skill, aber den habe ich gerade nicht ready. Egal. Oder ist ja noch ein kleiner hin, habe ich gar nicht gesehen. Geht man auf den drauf? Ja, der greift mich gerade an. Geht man auf den drauf oder? Also hat er zumindest ihn. Aber. Kannst du eigentlich mitnehmen, weil er sehr, sehr wenig Schaden aushält. Das war jetzt gerade angenehm, dass die Phase jetzt genau in dem Augenblick kam, wo ich meine Nahkampfphase hatte. Und ansonsten ist das halt echt mies, wenn du die ganze Zeit ausweichen musst, da kannst du halt als Heiler oder als Caster gar nicht mehr wirklich was machen. Oh. Der Boss wechselt nah und fern ab. Also momentan hat er nah gemacht. Das heißt, jetzt macht er als nächstes eine Fernkampfattacke. Okay. Immer dieser Ring. Du hast ja gesehen, der Ring ist nah oder fern bei denen. Ah. Jetzt habe ich diese. Ah, okay, jetzt ist es eh weg. Damit lässt du Blitze auf andere außenrum überspringen. Ah, das heißt, dann muss ich einfach nur von allen anderen weg sein. Ja. Oh, oho, oho, der Armreif ist nett. Acht auf Bedarf, na supi.
der Bauch. Also einen Bauch habe ich mir innen drin immer ein bisschen anders vorgestellt. Ach, schau mal, das Outfit, was der hier, der Josselim anhat, das könntest du auch anziehen. Das ist für Schwarzmagier, Beschwörer, Rotmagier. Okay. Aber es sieht schon ziemlich scheiße aus. Echt? Ich finde, es sieht gut aus. Nein, das gefällt mir gar nicht. Tatsächlich. Ich weiß nicht. Also ich bin ja schon eher für Hosen als für Röcke in MMOs, aber na, das ist jetzt nicht unbedingt so mein Geschmack. Ich hoffe doch sehr stark, dass ich das hier alles irgendwie noch auf die Platte kriege, die Instanz. Das wäre sonst ärgerlich, wenn nicht. Wir haben noch einen Boss und danach den Endboss. 20% habe ich noch frei auf meiner Platte. Ich habe angefangen bei 176 GB freiem Festplattenplatz. Hey, ich brauche eine größere Platte. Oh, Weintraumvioletter Farbstoff. Wenn ich mich nicht ganz irre, hat Nikok sogar ein Pet gedroppt. Okay. Vielleicht haben wir ja Glück. Also die Instanzen, die so jetzt in der Zeit kommen, haben glaube ich alle ein Pet drin. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, das Kleinhorn gibt es ja dann auch später noch irgendwo. Ein Rotpanda. Ja, den habe ich ja schon. Brauchst du den eigentlich noch oder hast du den mittlerweile? Ich habe nur Eulette als auf der Schulter-Pet. Okay, ja, Eulette habe ich zum Beispiel nicht. Die ist auch total süß. Oh, es glitzert. Fabi hat einen Gruppenheal rausgehauen. Einen AOE-Heal. Helios. Ah, stimmt. Die anderen kann ich alle noch gar nicht, weil wir hier runtergestuft sind, ja. Ach ja, klar. Denn meiste Zeug erst ab 60. 58 sehe ich es gerade, lerne ich die anderen. Ich muss ja echt sagen, zwar genieße ich jetzt hier auch den Content von Heavensward, weil ich den ja auch noch nicht kenne. Trotzdem freue ich mich jetzt natürlich auch wirklich besonders auf Stormblood als aktuellsten Content. Freue mich ja bald auf unser Haus. Oh ja, da freue ich mich auch schon drauf. Dann Special-Folge machen. Dann kann ich mal eine Hausführung machen. Ja. Also wir haben, glaube ich, insgesamt so knapp 5-6 Millionen haben wir zusammen. Okay. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Ich bin mal gespannt, was wir davon bekommen können. Mittleres kriegen wir vielleicht, ein kleines auf jeden Fall. Ja, Hauptsache ist, dass wir überhaupt eins haben, dass wir halt Schokobus züchten können und so weiter. Für was brauchen wir nochmal diese Luftschiff-Werkstatt? Kann ich dir gerade nicht sagen, aber für irgendwas Wichtiges war es. Für irgendein Mount war das. Was wir nur bekommen konnten, wenn wir diese Luftschiffwerkstatt haben bei uns im Gildenhaus. Aber ich weiß nicht, wie viel Platz die wegnimmt. Ich glaube, wir brauchen einen Keller und das hat nur das mittlere Haus maximal minimal. Okay. Dann hoffen wir doch einfach mal, dass das für ein mittleres Haus reicht. Ich glaube, der Chris ist ein bisschen sehr vorsichtig als Tank. Naja, er spielt ja auch noch nicht so lange. Ich habe nur gleich ein Problem mit meiner Platte. Die ist nämlich gleich voll. Dann mach doch jetzt hier eine Karte. Wir machen bei dem kurz vor dem Boss weiter. Ich werde wahrscheinlich nicht mal mehr den Bossfight auf die Platte bekommen. Dann mach nur noch einen Ausschnitt vom Bossfight.
Endeffekt hast du jetzt die nie gezeigt und dann mach doch das den Abschnitt dann vom Ende noch. Ja, ich glaube, ich werde das so machen. Also du hast kommt jetzt noch ein... Ja, es kommt noch ein Boss. Der jetzt. Ja, ich sehe es gerade. Und dann halt noch der Endboss. Genau. Okay, dann seht es mir nach, dass ich den jetzt nicht zeige. Aber ich habe jetzt echt gleich ein Problem. Von daher geht es dann gleich weiter.